Kommen wir zum dritten Schritt in meiner Sprechstunde, zu meinem abschließenden Schritt. Meine 5 Rezepte für dich, um einen Sprint erfolgreich abzubrechen. Ja, fangen wir mit dem ersten an. Erstens, der Sprintabbruch ist ein offizielles und legitimes Mittel von Scrum. Es ist ausdrücklich kein Tabuthema. Sei dabei aber bitte sehr pragmatisch, wenn du einen Sprintabbruch ins Auge fasst. Dabei aber bitte nicht, wie man auch häufig so lebt, wenn man es dann mal nimmt, dass man zu oberflächlich, zu beliebig dann unterwegs ist. Geh bitte da nicht den einfachsten Weg. Behalte auch immer die Langzeitfolgen im Blick, also die Kosten, die Risiken. Was haben wir für Langzeitfolgen? Immer in der Abwägung, wenn wir den Sprint abbrechen sollten oder wenn wir den Sprint nicht abbrechen sollten. Guck bitte auf die Wertschöpfung, die du für den Kunden letztendlich dabei erzielst oder auch nicht erzielst. Oder die Wertschöpfung für euer Unternehmen. Wie sieht die Risikominimierung aus? Man kann Risiko minimieren, wenn man den Sprint abbricht. Man kann das Risiko aber minimieren, wenn man den Sprint weiterlaufen lässt. Wie sieht es mit den Kosten aus? Wenn ich den Sprint weiterlaufen lasse, wie sieht es mit den Kosten aus, wenn ich den Sprint abbreche? Das sind alles so Überlegungen, die man da für einen erfolgreichen Sprintabbruch ins Kalkül ziehen sollte. Ein zweiter Tipp. Der Sprintabbruch ist ein aktives Instrument von Scrum und nutze es also auch bitte so aktiv. Nicht von dir wegweisen, sondern einfach aktiv da gucken, ist es eine legitime Möglichkeit, den Sprint jetzt abzubrechen. Und dazu nutze bitte eine von den 3 Säulen von Scrum, das Thema Transparenz. Je mehr du verschleierst oder je mehr verschleiert wird, desto geringer ist für das Unternehmen, für dein Team, für die Abteilung, vielleicht auch für den Kunden, der Lerneffekt, den ihr dann aktiv an diesem Sprintabbruch festmachen könnt. Transparenz hilft letztlich euch allen. Ja, der dritte Punkt, nutze ganz intensiv die Retro und damit auch die Kraft des Scrum-Frameworks, weil an der Retro hängen ja auch wieder viele weitere Scrum-Elemente dran. Auf jeden Fall nutze ganz intensiv diese Fähigkeit, die in Scrum eingebaut ist, diese Möglichkeit, dass man empirisch lernt, ne, und sich permanent und ständig zu verbessern. Nutze das ganz aktiv. Und das ist auch bei sowas, ja, vermeintlich negativ belegten wie dem Sprintabbruch ganz intensiv positiv möglich. Der vierte Punkt, ganz wichtig, begleite aktiv diesen Sprintabbruch oder lass ihn begleiten durch einen erfahrenen Scrum Master, durch einen Agile Coach oder durch einen gestandenen PO, der auch in diesem Scrum Framework schon die nötige Reife hat. Erkläre es allen Beteiligten bei euch im Unternehmen. Erkläre die Idee des Sprintabbruchs. Welche Gründe liegen denn vor? Vor allen Dingen, welche Vorteile hat es jetzt, diesen Sprint abzubrechen, gegenüber ihn weiterlaufen zu lassen? Welchen Vorteil hat das für den Kunden? Welche Vorteile hat das für das Unternehmen? Das wird ganz häufig unter den Tisch gekehrt. Ja, und last but not least, ganz einfach, lernen, lernen, lernen. Denke dabei an das Scrum Guide, Inspect and Adapt, Transparenz und so weiter. Denke an die 5 Scrum-Werte, von denen ich eingangs gesprochen hatte. Und denke an das agile Manifest mit Einleitung, Werte und Prinzipien. Es gibt sicherlich noch eine ganze Menge von weiteren Überlegungen, die für und gegen einen Sprintabbruch letztendlich zählen. Ich denke, dass der ein oder andere Impuls für dich dabei war. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Henry mit seiner Eingangsfrage, was muss man denn alles bei einem Sprintabbruch beachten, dass er die ein oder andere Antwort bekommen hat. Vielleicht hast du Tipps dazu, die du uns hier per Kommentare weiterreichen kannst. Ich denke, da haben wir jetzt viele Punkte zugenannt. Kommen wir zum Abschluss. Man merkt auch bei dem Thema Sprintabbruch, dass das Scrum-Framework als Ganzes angelegt und konzipiert worden ist. Es ist ein ganzheitliches Konzept. Es funktioniert sehr gut als Ganzes. Es funktioniert nur suboptimal, wenn man es im Sinne von Cherry-Picking nutzt. So eine vermeintlich banale Sache wie ein Sprintabbruch hat ganz viele Wechselwirkungen in Richtung Scrum und die sind fein aufeinander abgestimmt. Es gibt
viele sinnvoll aufeinander abgestimmte Teile des Frameworks. Die sind eingebettet halt in das eingangs zitierte Thema Empirie, in die Säule Transparenz, in die weiteren Säulen Inspect and Adapt, in letztendlich das Lernen als lernende Organisation. Scrum als Hilfsmittel, als Framework, um auch als lernende Organisation unterwegs zu sein. Ja, um letztendlich damit auch wirklich erstklassige Ergebnisse zu erzielen. Ja, und vielleicht zu diesem sagenumwobenen, ich habe bisher nur 3, 4, 5 davon mitbekommen, die sogenannten High-Performance-Teams. Die sieht man nicht häufig unter Scrum, wird gerne von beschrieben. Und damit habt ihr eine Möglichkeit, durch ein ehrliches Betrachten des Sprints auch in die Richtung High-Performance-Teams zu kommen. Ja, weitere Informationen, die mir dazu jetzt einfallen, die werde ich dann auch im Rahmen des Beipackzettels veröffentlichen. Also man kann sagen, zusammengefasst, Sprintabbrüche können sehr erfolgreich sein. Nutze sie einfach als therapeutische Präventionsmaßnahmen. In diesem Sinne, wieder meine Empfehlung an dich, sei bitte vorsichtig. Agile Selbstmedikation kann für dich und deine Kollegen, für eure Produkte, für eure Projekte, für deine Firma sehr ungesund sein und irreversible Schäden verursachen. Wie immer, für Risiken und Nebenwirkungen frag einfach den Agile Coach oder Berater deines Vertrauens. Abschließend, wenn dir die Sprechstunde gefallen hat, erzähl es einfach rum, erzähl einfach deinen Kolleginnen und Kollegen, vielleicht auch mal deinem Chef und teile es einfach in deinen sozialen Netzwerken. Also, bis zu den nächsten Agile Quickies. Meine Sprechstunde für dich rund um agile Krankheitsbilder mit Diagnosen, mit Empfehlungen, mit Tipps und Tricks für gesunde und erfolgreiche agile Unternehmen und deren Mitarbeiter. Ich freue mich auf dich. Ciao, dein Dottore Böffi. Thank you.